Herzlich willkommen beim Sommergespräch mit Landesrat Günther Steinkellner. Herzlich willkommen, danke für die Bereitschaft, zu uns zu kommen. Herr Steinkellner, wie geht's Ihnen heute? Sehr gut. Aufgeräumter Schreibtisch. Aufgeräumter Schreibtisch, schon fast nach Urlaub aus. Ich habe schon ein Auge auf den Attersee geworfen. Dann wollen wir Sie nicht allzu lange vom zweiten Blick auf den Attersee aufhalten. Aber dennoch, lassen Sie mich so beginnen. Wenn man eben Freiheitliche dieser Tage trifft, dann erlebt man Politiker, die sehr aufgeräumt sind, sehr gute Stimmung verbreiten, auch sehr selbstbewusst auftreten. Man würde fast sagen, kein Wunder, bei dieser Umfragenlage vor den Nationalratswahlen, wo sie je nach Umfrage knapp an die 30% kratzen. Werden Sie diese Marke auch ins Ziel bringen? Ja, wir sind natürlich durch die Stimmung der Menschen getragen und viele bekräftigen uns, mit unseren Inhalten weiterzuarbeiten, und das gibt uns Kraft, und ich bin zuversichtlich, dass wir ein sehr gutes Ergebnis erreichen werden. Bei den EU-Wahlen war es dann am Ende so, dass die Umfragen, die es vorher gab, nicht erreicht werden konnten. Ist die Gefahr auch diesmal real? Real ist, dass die Menschen uns wirklich toll unterstützen, und real war, dass wir erstmals Erster bei der EU-Wahl wurden. Das ist ein tolles Ergebnis, und ich bin überzeugt davon, dass bei der Nationalratswahl mehr Menschen zur Wahl gehen und damit auch unsere Unterstützung noch größer sein wird. Im Wahlkampf zeichnet sich eine Zuspitzung auf den und um den Parteichef Herbert Kickl ab. Sie haben in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass Sie seine Wortwahl nicht immer schätzen. Ich habe deutlich gemacht, dass jeder seinen eigenen Stil hat, aber ich unterstütze ihn hundertprozentig inhaltlich, weil er sehr klar und oftmals auch gerade medial notwendig zuspitzt. Sonst wird er nicht gehört, und er ist als Bundesparteiobmann, insbesondere als Clubobmann der Opposition, dazu aufgerufen, gehört zu werden, und die Menschen gehen mit ihm mit. Das im Land wird allerseits die gute Zusammenarbeit von Schwarz und Blau gelobt. Ist das nicht die Blaupause schon für das, was wir nach dem 29. September im Bund erleben werden? Ja, dann umgekehrt, wenn dann blau-schwarz. Nur, ich habe ja gehört, es gibt ja bereits Geheimbesprechungen zwischen Schwarz-Rot-Neos, dass also Pfründe verteilt werden, Ämter besetzt werden, man die Wahl gar nicht mehr abwartet und bereits jetzt ausmacht, was nachher passieren wird. Möglicherweise macht der Wähler diesen Spekulationen einen Strich durch die Rechnung. Das kommt auf das gute Ergebnis der FPÖ an. Wenn wir an die 30% herankommen, dann werden alle nachdenken, ob in einer Demokratie ein derart starker Wählerwille auch noch missachtet werden kann. Da gibt es ja ein Problem, nämlich die Abgrenzung der ÖVP von Parteichef Herbert Kickl, der eben nicht als Regierungspartner akzeptiert wird. Wird das nach der Wahl noch so halten, aus Ihrer Wahrnehmung? Ich gehe davon aus, dass, wenn Herbert Kickl und die FPÖ es schafft, an die 30% heranzukommen, sich der Herr Bundeskanzler über die Zukunft außerhalb der Politik den Kopf zerbrechen wird. Und wir wissen ja noch gar nicht, mit wem Herbert Kickl und die FPÖ verhandeln wird. Sie haben ein erster Themenwechsel heute in einer Aussendung. Wir sind heute am Montag und haben am frühen Morgen Klimakleber in Linz gesehen, die in der Waldeckstraße eine Fahrspur blockiert haben. Und Sie haben heute in einer Aussendung in diesem Zusammenhang von Klimaterroristen gesprochen. Das ist bei den Freiheitlichen zwar eine gängige Formulierung, aber Terroristen, mit Verlaub, haben etwas mit Gewalt zu tun, und dieser Protest ist gewaltfrei von jungen Menschen, die sich um ihren Lebensraum, um ihre Zukunft und um das Klima Sorgen machen. Also in anderen Rechtssystemen gibt es auch eine passive Gewalt. Nötigung in Deutschland ist anders beurteilt als bei uns. Fahre ich mit dem Auto auf jemanden zu, ist es Nötigung. Setze ich mich vor das Auto, ist es keine Nötigung. Sehe ich eigentlich nicht ein. Zweitens, es gibt auch Aber Kinder Terrorismus ist das noch immer keiner. Aber es gibt Menschen, die andere terrorisieren. Es gibt Nachbarn, die Nachbarn terrorisieren. Auch das ist eine Form des Terrorismus. Es muss keine Gewalt sein. Es kann auch gewaltfrei terroristische Aktivitäten geben. Im Übrigen ist es strikt abzulehnen.
Kommen wir zu lokaleren Themen. Die Verkehrsfreigabe der A26-Brücke steht im Herbst an. Werden wir da vor dem Wahltermin noch einen symbolischen Akt der Eröffnung sehen? Nein, ich stehe nicht für Show-Effekte. Der jetzige Zeitplan sieht den November vor und es hängt von der ASFINAG ab, ob er auch einzuhalten ist. Ein großes Prestigeprojekt, auch von Ihnen, ist die Regionalstadtbahn. Die Finanzierung ist jetzt nach langem, langem Ringen in trockenen Tüchern. Planerisch bleibt es aber eine Herausforderung. Wird es 2028 tatsächlich einen Baubeginn geben können aus Ihrer Sicht? Das ist kein Prestigeprojekt, das ist ein Jahrhundertprojekt, das größte Projekt, das Oberösterreich jemals infrastrukturell in Angriff genommen hat und worauf man 30 Jahre warten musste. Ich bin also wirklich sehr, sehr glücklich, dass es gelungen ist, einen einstimmigen Landtagsbeschluss, einen einstimmigen Nationalratsbeschluss herbeizuführen. Ja, es wird gebaut, es wird 27, 28 hoffentlich damit begonnen werden und wir werden bald in den jungen 30er Jahren mit der Bahn fahren können. Die ersten Züge werden 26 bereits ausgeliefert werden, wir haben ja bereits 20 gekauft, die werden dann auf der Lido-Strecke zum Einsatz gelangen und wir haben die Option für weitere 50 Züge in diesem internationalen Bestellvorgang mit weiteren Verbänden aus Deutschland. Die Züge werden gerade jetzt schon gebaut. Ein bisschen damit im Zusammenhang, nämlich mit dem Streit um dieses Finanzierungsprojekt, spielt hinein in das Verhältnis zur Stadt Linz. Das ist ja durchaus ambivalent. Das zeigt auch ein anderes Beispiel. Da geht es um die Sanierung des Busterminals am Hauptbahnhof. Worauf ich hinaus will, ist die Frage, ist Klaus Luger als Bürgermeister der Stadt Linz ein Verhandlungspartner, auf den man sich verlassen kann? Die Stadt Linz hat erhebliche finanzielle Probleme, deswegen haben wir auch für den Busterminal, den wir ja im Landtag bereits letzten Jahr beschlossen haben, Ratenzahlungen gewährt. Gott sei Dank geht es jetzt endlich los. Hätte mich gefreut, hätten wir diesen Busterminal schon länger machen müssen. Das ist ein Zustand, der nicht gerade eine Einladung für Gäste nach Linz bedeutet und ich bin froh, wenn wir nächstes Jahr das bauen können. Linz hat finanzielle Probleme, deswegen gibt es auch die Deckelung bei der Mitfinanzierung der RSB, unserer Stadtbahn. Linz ist gedeckelt mit 50 Millionen. Aber letztlich ist es Steuergeld, das entweder Linz oder das Land einsetzt und alle Linzer und alle Oberösterreicher werden von diesem Jahrhundertprojekt profitieren. Themenwechsel noch einmal zu einem Thema, das gerade aktuell geworden ist, weil es die Möglichkeit gibt, für Gemeinden 30er-Zonen leichter zu verordnen, vermeintlich leichter. Es gibt noch keine einzige in Oberösterreich, weil der Verkehrslandesrat das nicht will? Nein, weil keine angesucht hat. Es gibt gesetzliche Vorgaben, die Gemeinde hat einen Sachverständigen zu beauftragen, sie haben das zu prüfen und dort, wo eben Schule besonders neuralgische Punkte sind, sage aber dazu, die meisten dieser Plätze sind bereits mit 30er vorgesehen, Siedlungsgebiete sind mit 30er natürlich bereits jetzt verordnet, das hätte man ja jetzt bereits alles machen können und ein neues Ansuchen für eine sogenannte Übertragungsverordnung liegt mir bis heute nicht am Tisch. Wann sind Sie das letzte Mal mit dem Rad gefahren? Wir sehen an diversen Studien das Potenzial für zusätzliches Fahrradfahren, für Fußgängerkilometer wäre sehr groß. Nutzt man dieses Potenzial ausreichend? Es ist unglaublich schwierig, gerade in Stadtnähe Radwege zu bauen. Seit Jahren verhandeln wir etwa beim Lilo-Radweg mit Grundeigentümern. Wir bauen aber jetzt den Radweg nach St. Magdalena und ich habe am Freitag einen Radweg eröffnet in Monsee, also der bereits bei der Eröffnung toll genützt wurde. Und ich freue mich, wenn ich am Attersee bin, dass ich endlich wieder zum Radfahren komme. Dort habe ich mein E-Bike stehen, das schon auf mich wartet. Es ist vorbereitet. Und das letzte Mal war es ein großes Vergnügen, beim autofreien Tag rund um den Attersee zu radeln. Der war schon im Mai. Ja, leider. Ja. So viel Arbeit. Es ist kein Geheimnis, dass diese Legislaturperiode Ihre letzte sein wird. Wieso? Ich glaube, das steht den Oberösterreichischen Nachrichten nicht an, meine Karriere für welchen Zeitpunkt auch immer. Das wird dann irgendwann der Parteivorstand und ich entscheiden. Bis 65 bin ich gewählt. Sie werden Anfang nächsten Jahres 63. Wenn man hochrechnet, Sie beenden die Legislaturperiode mit dem, in Ihrem 65.
oder so schon 66. Lebensjahr dann. Das wäre das Pensionsalter. Ich will Sie nicht in Pension reden. Dann tun Sie es nicht. Dann, das heißt, Sie bleiben bis Ende dieser Legislaturperiode auf jeden Fall? Die nächste Entscheidung wird der Parteivorstand zu einem Zeitpunkt treffen. Den werden wir dann auch in einer Pressekonferenz auch den Oberösterreichischen Nachrichten mitteilen. Lassen Sie mich da noch einmal eine Frage nachstoßen, weil es die Gerüchte gibt, dass Manfred Heimbuchner mit dem Team in die Wahl gehen will. Gerüchte werde ich nicht sagen. Und wenn Sie mir irgendeine Behauptung oder sonst was aufstellen, ich bin mit Manfred Heimbuchner sehr eng, sagen Sie mir, wer was behauptet, dann werde ich darauf replizieren, sonst nicht. Ich nehme mit, Sie werden diese Legislaturperiode als Verkehrslandesrat beenden und dann werden wir sehen, was Ihre Lebensplanung genau. Dann weiter vorsieht. Ob Sie lieber an den Attersee oder lieber ins Landhaus. Ich habe auch zwei Enkelsöhne, die freuen sich auch dann, wenn sie mit dem Opa etwas mehr Zeit verbringen, aber die Entscheidungen werden wir im 27er Jahr rechtzeitig auch den Oberösterreichischen Nachrichten bekannt geben. Dann lassen Sie mich meine letzte Frage nicht als Bilanzfrage stellen, sondern als Frage bis hierher. Was ist die größte politische Leistung, die Sie als Landesrat für sich verbuchen können und worauf hätten Sie gern verzichtet? Also die größte Leistung ist mit Sicherheit das Regio-Stadtbahn-Projekt Linz. 30 Jahre hat es keine Durchbindung gegeben, ist nicht gelungen. Mir als Verkehrsreferent ist es gelungen. Einstimmiger Nationalratsbeschluss, einstimmiger Landtagsbeschluss. 500 Millionen wachsen vom Bund nach Oberösterreich. Ich glaube, das ist wirklich eine tolle Leistung, die mich wahnsinnig freut. Was ich mir ersparen könnte, wären insbesondere denunzierende Angriffe der Linken gegenüber der FPÖ und meiner Person. Ein letztes noch. Wenn Sie sagen, Sie planen auf jeden Fall bis 2027, der Spatenstich, haben Sie uns vorhin gesagt, für die Regionalbahn ist womöglich 2028. Ist das etwas, das man dann womöglich tatsächlich noch selbst machen möchte? Na, dass man das nach so einem Projekt selbst machen würde, wäre schon ein innerer Wunsch, das verstehe ich. Aber ich bitte wirklich um Verständnis. Die Entscheidungen für die Zukunft werden wir rechtzeitig im Jahr 27er Jahr treffen und auch rechtzeitig werden alle informiert werden. Herr Steinkellner, Dankeschön. Danke auch. Wiedersehen.